Ich fühle mich so angelogen. Ich glaube, der weiß nicht, was Hühner sind. Das ist ein großes Huhn. Großes, vierbeiniges Huhn ohne Flügel. Bestimmt hast du Esel gesehen und gedacht, das muss ein Hund sein. Okay, wo sind die Hühner? Naja, schau den Typen an, das ist ein alter Knacker, die haben doch manchmal so... einer der Klatsche. So eine Demenz. Porti Olof. Nach meiner Erfahrung lassen euch die Spinne im Norden in Frieden, wenn ihr sie in Frieden lasst. Vernünftige Leute wie ihr und ich können doch immer noch Geschäfte machen, selbst wenn der alte Fürst Horvath nicht wie anständige Menschen begraben bleiben will. Wir wollen Hühner haben, hallo? Hm. Wir und Spinnen nicht angreifen. Du kennst es doch gar nicht. Wir vernünftig sein? Hallo? Hast du nicht unser Time-Quest-LP gesehen? Wir wollten Mistgewehre verkaufen. Was soll machen die Kettenstiefel? Wir in Rüstung gibt es Chance, Schaden in den Schirm zu setzen. Halt Kampfzauber, was hab ich gerade? Einfach Schadenerschöpfung einsetzen. Was sind die Ringe? Was hast du denn hier so im Angebot? Nicht gerade viel. Ah, es ist ein Händler. Feuerwand. Verkauft der Hühner? Nee. Ich fühle mich angelogen. Gott, hat so ein großes Angebot hier. Rüstungspunkte, Zauberschaden, 11 gesenkt. Rüstungspunkte, Kampfzauberfähigkeit. Halb leer gesoffener Mana-Trank verkauft da. Schworene Bahnen. Nein, danke. Der ist so gut wie gar nichts da. Na, der hat nicht mal Hühner. Hm. Schwer der Kampfzauberfähigkeit, Gesundheit, Nahkampffähigkeit. Nur hat einen schönen runden Schild, der voll blumenbunt ist. Buntes Schild! Yay! Hm. Oh, vielleicht sind die Hühner im Brunnen, so wie Schicken es mal macht. Oh, warum sollte ich in den Brunnen klettern? Ich bin nicht Timmy. Hm. Wer ist überhaupt Timmy? Ich höre immer nur wieder, Timmy ist in den Brunnen gefallen, aber ich habe keine Ahnung, wer Timmy überhaupt sein soll. Er ist ein Typ von US-Sendung. Schwarzer Wolf beschwören. Oh. Ich wollte gerade lesen, den schwarzen Wolf verwandeln. Jetzt auch. Schmerzrückfluss. 30% Schaden wird auf den Angreifer zurückreflektiert. Brauche ich von Durs aber Stufe 40? Viel brauche ich eigentlich für meinen C4? 26. 19 Meter ist die Torheit. Müssen wir dann Fußball spielen, wenn wir beim Tor sind? Keine Ahnung. Bitte nicht, ich musste gestern schon einen merkwürdigen Fußballhand haben. Hm. Kein Fußball war, sondern eine Schneekugel. Ah, Leute, ich komm gerade nach. Kiesel, wo bleibst du? Hast du mich im Stich gelassen? Eine Treppe ist halt irgendwo und nirgendwo. Geht da hoch. Ja, ich wollte die Ausrüstung umwandeln. Aber Jing ist noch vorgelaufen, so 20.000 Kilometer. Der Bot! Muss jetzt den ganzen Canyon hochklettern. Oder was? Ja. Oh Mann. Besser als abzubauen, den ganzen Canyon. Mhm. Das bedarf vieler Schalkerboxen. Mhm. Kurz, wenn ich einen gewissen Mindsaft spielen. Tja, wir brauchen Minecraft Together. Oh, ist cooler Helm. Okay. Okay, doch nicht so cool.
Aber dann kriegen wir voll den ganzen Flame, weil wir mit Keep Inventory spielen. Weil oben ist das scheiße. Das sieht uns doch nicht. Wir spielen gerne safe. Oh, Elite-Soldaten. Ach, Wappi, wenn du mit mir spielst, musst du mit Mob Griefing spielen. Oh nein. Welche Chicken mich hätte ergriffen? Naja, Villager-Zucht mit Piglins tauschen, das bedarf Mob Griefing. Oh. Ich wünschte, man könnte ja noch einstellen, wer was griefen darf und wer nicht von den Mobs her. Hm. Ich mir noch Papier gewischen. Lackmulle. Es gibt so Datapads, womit man das Griefing bestimmter Mobs abstellen kann. Ah, der ist so alt. Aber bei allen ist das nicht so schön. Hm. Ist so das schön, dass es für Creeper ein Anti-Griefing-Pack gibt, aber da macht überhaupt gar keinen Schaden mehr, was ein bisschen doof ist. Hm. Der müssen wir uns von Creepern fernhalten, also uns schützen. Aber ein Bogen, also mit feinem Bogen die töten. Was putzt er schön? Frisst die Knochen. Ein gutes Sprüßchen dabei habt, da kann die Knochen Skelette essen. Küse, hier bleiben. Keine Sorge, du musst keine Knochen essen. Das ist ja kein Überlist, was da selbst Knochen besteht. Na und? Ich bin Hühnchen und esse Hühnerfleisch. Kein Überlist, was ist gar nicht so schlimm, wie die meisten Leute sagen. Was? Bitte reiß das nicht aus dem Kontext. Wenn du meinst, dass Menschen zu essen nicht schlimm ist. Ich rede von Hühnerfleisch. Ich weiß. Der wird hoch. Gemobbt. Oh. Naja, ich habe noch nie Menschen gegessen, also kann ich nicht bestätigen. Kann nur Hühner sein. Das Hühner nie. Hust, Skyrim Hust. Naja, ist ja was anderes, Skyrim. Das war Bethesda, die Kannibalismus da eingebaut haben. Ich weiß. Gesundheitsdrang. Da sind Türen zur Auswahl. In der Mitte halt nicht mehr. Hey, Raffi, da ist sicher drin ein Cross, oder wie der hieß. Wo wir damals die Riesenspinne gepackt gemacht haben. Ja. Natürlich, die haben einfach alte Designs genommen und ein bisschen neu um. Ja. Formiert. Das ist, wenn man ein Stück Knete nimmt und es in eine neue Form bringt. Feuerschottpanzer, was? Aber gesagt, sie waren ja faul, neue Sachen zu finden. Oh ja, das stimmt. Da ist meine Karte. Feuerschottpanzer fügt der Rüstung 15 hinzu und schießt einen Feuerschott auf angreifende Gegner. 512 Mana. Okay. Ihr seid noch teurer. Decker, nee, kannst du mal. Nehmen wir den Safe. Ich hab Blau reingesammelt. Warte, das war nicht, wenn ihr mal mehr. Nehmen wir den Safe hier. Nimm mal hin, trifft der Gegner. Ja, ganze Nahkampfbeschwörungen, die treffen wie kaum das Ziel.
So, ich habe schon alles erledigt. Ich habe einen Gegner gehört. Nicht alles erledigt. Hast du schon alles erledigt? Hast du schon alles erledigt? Hast du schon alles erledigt? Nein. Ich gehe mal von der anderen Seite. Jetzt mal der andere Tor öffnen. Genau, so tief. Du musst die Fluchtwege immer frei halten. Ja, Fluchtwege in Videospielen immer frei halten. Selbst in Videospielen müssen Fluchtwege freigehalten werden. Musste ich schmerzhaft erfahren. Im vorletzten Level. Das war unschuld. Ah. Wenigstens war das keine Spinne, die mich verfolgt und getötet hat. Schau mal, was hier ist. Windtunnel habe ich ja größtenteils gemieden. Ja. Klingt schon scheiße, ne? Oh, du kommst. Oh nein, Bogenschützen, mein Nemesis. Zerfetzt. Ah, da ging ja auch was mit, ey. Okay, Mana-Trank. Okay, Modrea ist voll unbalanciert. Wieso? Weil wir gerade haufenweise Tränke kriegen? Oh mein Gott, ich hab keine Ahnung, wo es hier lang geht. Zu viele Türen. Hier schon mal weg? Nee. Ach, da ist Kiesel. Kiesel versteckt seine Existenz vor mir. Wir müssen bestimmt faulenzen. Nö, der schlägt gerade die Schädel anderer Leute mit seinem eigenen Schädel ein. Was für ein doofes Hörner hat er dort. Interessantes Prinzip. Hab ihn geschickt. Ah, jetzt kommen die Köpfe auch noch. Die Reaktoren. Komm, ist ja gut, wir haben ja erst genug mal Tränke hier. Ah, oh, tut weh. Meine Zauber kosten ziemlich viel. Ja. Cool, da sie nicht hundertprozentig treffen, weil sie manchmal zu weit fliegen können, verschwende ich manchmal Mana. Ja, yeah, bitteschön, lass mir jetzt nur mal Tränke. Sammeln. Willst du dann überhaupt noch ein Tränke kaufen? Nö. Ja. Tschüss, Twilight. Ah, wer ist abzulegen, Mann? Die Spinne. Was, Rappi in Danger? Weiß nicht. Ich trinke einen Trank und jetzt habe ich einen neuen auf und gut ist. Ach, da geht's. Du hast den Nordbereich. Da schauen wir, was in diesen Krypten liegen. Also Gruft. Eine Truhe! Mit einer Armbrust. Guck mal, Trank. So viele Wege. Ach, das ist ein größerer Raum. Ja, mit Kokons. Aber nicht so groß wie die große Halle.
der Riesenspinne hinter der großen Tür. Alles Großer. Oh, Kiesel. Der alles Groß sagt. Hast du Angst vor Riesenspinnen? Hallo, was soll ich denn sagen? Hauptverstasse. Mal noch die verschlossenen Türen aufmachen. Willst du auf eine Karte verschwinden? Ja. Achso, ich hab noch den anderen Zorn ausgewählt. Ich wollte schon sagen, warum kann ich die Fässer nicht zerstören? Ah, der Gräbe sind noch voller Tränke hier. Ja. Alter. Wofür haben wir jetzt so viel Tränke gekauft? Leute wollen halt sicherstellen, dass die Spieler sehr versorgt sind. So, wenn es weitergeht, müssen wir noch in die andere Richtung und Nordsehen untersuchen. Ich habe sowieso mittlerweile schon die Orientierung verloren. Ja. Was ist das denn dabei? Sching, sching, sching. Was überhaupt? Da ist noch Schild. Da ist ein Schild. Für die Seite haben wir noch nicht untersucht. Ja, hier waren wir noch nicht. Hey, Überraschung, noch mehr Tränke. Haben wir Tränke? Ach, Geld. Oh, es geht irgendwie runter. Und mit dem Geld kann man noch mehr Tränke kaufen. Warum sollten wir jetzt unser Geld für Tränke ausgeben? Autsch. Kann das Gold nicht auch sammeln? Hast du Z gedruckt? Nee, jetzt sammeln wir Tränke auf. Okay, dann bleibt das halt hier. Dann bleibt das halt hier. Alles, was ich anfasse, wird verbuggt. Ich hab mich auch letztes Mal in den Tresor eingeschlossen. In Lego Harry Potter. Ja, ich habe ihn mit Wingardium Leviosa aus dem Schott raus hier levitiert. Dann ist er irgendwie auf mir gefallen und ich war plötzlich im Tresor. Okay. Langsam am Spiel. Die macht sowieso merkwürdige Sachen. Wie meinst du? So, dass die Physik-Engine ist, ein einziges Chaos. Wenn ein Hauswappen zu weit fliegt, außerhalb der Levelmauer, muss man nochmal das Level neu machen muss dafür. Oh Mann. Ich glaube, das ist ein Krampf. Kann ich vorstellen. Oh, ist ja gut. Ist ja gut, geh ich bin Lines. Zu viele Achtbeiner. Werden wir mehr? Was? Mit dem Läufer der Unterwelt. Jetzt einfach weiter. Fürs Kiesel. Kiesel. Er ist auch noch eine Spinne. Hab jetzt bald. Hab ich Lieblingsgegner, Skelettbogenschützen. Oh nein. Ah, ich bin schon tot. Hab ich explodieren lassen. Mit der Gruft. Thomas Zoheit, Nord. Ja, quasi in demselben Bereich. Und wir gehen Süden. Ah, du. Im Süden liegt! Gesundheitspunkte, 107 Verteidigung und Bogen. Keine Ahnung.
Mana-Trank. Ich sehe meine Gesundheitsleiste nicht mehr. Mach deine scheiß Schrift weg. Das ist Belästigung. Ah. Ja, darum geht's wieder zurück zum großen Raum, Räumen. Was macht der Kettenpanzer? Erhöht eine Durchkampffähigkeit zu einer über wenig Verteidigung. Nach Norden dann. Ja. Oh, erzähl du irgendwas stattdessen. Diese Meldung immer. McFetty, McFetfett hat doch die Bier an ihr halten. Gar nicht mehr. Dann brauchst du das jetzt nicht absichtlich zu machen. Oh Mann. Ja, jetzt habe ich schon wieder einen Namen genutzt gesucht. Oh, das Wetter, Mann. Gut für den Mann. Ey, noch eine Hülle. Leer. Würde es gibt hier einen Filter, wo man ganzen Tränke ausfüllen könnte. Panzerhandschuhe. Ja, Totenkopf. Stay away. Wäre toll, wenn man die ganzen, wenn hier Filter hätte und ganze Tränke ausschalten könnte. Oh. Chicken Norden. Ich im Norden von Horvaths Torheit. Weiß ich noch, im Nordosten liegt. Nordosten liegt Wanfell. Nee, im Osten liegt Morrowind. Im Nordosten ist Solstheim. Das wäre Westen. Die ganze Zeit. Nordwesten ist Solstheim. Chicken, nein, Osten ist mal rechts. Ist Solstheim. Osten ist rechts. Ja, es ist rechts. Nein. Doch. Westen wäre Skyrim. Im Norden. Immer. Im Osten liegt Morrowind, sagt doch Azura am Anfang. Sein im Nordosten liegt Wanfell. Was ist Solstheim? Wanfell ist doch in der Mitte. Solstheim liegt da zwischen Himmelsrand und Morrowind. Also Wanfell, ja. Nein. Hm? Keine Ahnung, mir doch egal. Skelettbogenschütze! Alter, so viele Gegner, so viel Müll. Einfach schon halt 9 haben. Wow. Oh ja. Das soll wohl nicht mehr so lange dauern. Gehst du woanders so weiter? Nahkämpfer ist ja der Bereich hier. Scheiße! Wow! Na, ja, kommt man da überhaupt? Schau gar noch, wo ist. Okay. Was Rapp überhaupt? Mal gesehen, wenn ich eine Sackgassen gebe. Na, schön. Glückwunsch. Ich denke schon ein bisschen auf, dass hier so viele Tränke sind. Ah, sieht auch cool aus. Oh.
Getränke ja nicht auch sammeln. Will ich aber nicht. Inspiration. Sagen, der Bereich sieht euch ganz cool aus. Auch wenn es so ein Copy and Paste von Turm ist. Gehrock. Okay, da ist der Schädel gerade im Erdboden versunken. Skelettbogenschütze. Wen besetzt der Bogen? Sehr cool. Wieso, wo rennst du hin? Ohne deine Beine. Zu Wiederbelebungsstatue. Ein Tierpanzer? Ein Tierpanzerpanzer. Okay. Müssen wir mal angucken. 23 Geschicklichkeit. 10% Chance bei Schaden Starburst einzusetzen. Ich wollte gerade Stardust lesen. Ja, dann beschwöre du mal Sternstaubdrache. Ich glaube, Yusei hat ein bisschen was dagegen. Tschüss, Poppy. Wollen wir mal nachschauen, was sie ist. Ah, geht's runter. Hat eine Treppe gefunden, wo es hochgeht. Ja, ich komme mal gerade zu dir. Großer Wald des Nordens. Wo? Was? Egal. Okay, wir können ja bis zum Rand gehen. Erstmal Treppe oder? In die dünnen. Ja, schau du mal. Dünne. Ah, wo geht's? Person. Shana Tullen. Dieser Wandteppich ist ein hervorragendes Beispiel für die Textilverarbeitung von Lesganza. Lord Howard kaufte ihn 962. Ein faszinierender Mann. Na, ihr seht jedenfalls so aus, als könntet ihr es hier eine Weile aushalten. Kann ich von mir nicht sagen. Ich habe einige Dinge bei meinen Ausgrabungen gefunden, die ich gerne verkaufen würde. Ich benötige das Geld für eine Veröffentlichung meiner Studien. Was hast du denn so im Angebot? Ja, die unnötigen Tränke verkaufen. Kampfzaun, 21 Gesundheit. 12 Gesundheit. Na, her damit. Eure Kleidung verschicken. Hey. Nur Kleider für die Kaiserin oder so. Aber der Typ ist doch nackt rumgelaufen. Du willst, dass ich also nackt bin? Vielleicht, keine Ahnung. Boah. Boah, boah, boah. Oh, der magische. Die haben magische Bücher. Zwei Intelligenzpunkte hinzu. Wow. Und Schilder, was meinen die? Riesenmacht. Krug Hundskelett beschwören. Hast du schon mal gehabt? Naja, das war offscreen, als ich den ausprobiert habe. Ach so. Den fand ich jetzt nie so toll. Stärkepunkt, Intelligenz. Schaden von Feuerzaubern. Zauberschaden senken. Nein, du gänzt, aber er hat meine Rüstung plus 1. Er hat 2 noch nicht. Er hat mehr Verteidigung. Ah, ich sehe so wunderschön aus. Die Rüstung passt auch farbig zu meinen Handschuhen. Ich lasse ihn. Dann machen wir jetzt eine Rüstung. Käse! Vielleicht geht's da hoch in den Wald. Okay, so. Komm her! Wenn Chicken schon so anfängt, muss man vorsichtig sein.